Zunächst einmal, ja, möchte ich Sie alle natürlich ganz herzlich begrüßen und danke Ihnen sehr, dass Sie heute trotz des etwas schwierigen Wetters gekommen sind, so zahlreich. Und es wird sicher ein interessanter Abend werden. Ich möchte Ihnen zunächst einmal den Referenten nur kurz begrüßen, Herr Magister Ralf Bosshardt, Oberstleutnant außer Dienst der Schweizer Armee, viele Funktionen im Generalstab gehabt, auch bei der OSZE, sowohl auch bei der russischen Armee als auch bei der ukrainischen. Er kennt sowohl die Ukraine als auch Russland persönlich sehr gut und es ist sicher für uns enorm interessant, die Sicht eines Schweizers, der sich ja auch zur Neutralität bekennt, zu hören und der eben die militärische Entwicklung auch wirklich einschätzen kann. So, Herr Magister Bosshardt, bitte. Ja, meine Damen und Herren, so sieht also das Alternativprogramm aus zur Fußball-Weltmeisterschaft heute Abend. Weiter vorstellen als im Flyer ausgeführt, brauche ich mich, glaube ich, nicht. Hier sehen Sie die Zusammenfassung oder wie die Fernsehleute wahrscheinlich sagen würden, eine starke Story mit einer sackschwachen Besetzung. Ich bin natürlich nicht nach Salzburg gekommen, um Sie in Sachen Neutralität zu belehren. Wir Schweizer haben, im Unterschied zu Ricola, haben wir Neutralität nicht erfunden und wir haben auch kein Monopol darauf. Nach 20 Jahren als Generalstabsoffizier, nach 2 Generalstabsausbildungen, 3 Jahren Ausbilder an der Generalstabsschule, 5 Jahren Chef der Operationsplanung der Schweizer Armee, 2 Jahren Mitarbeiter des Stabs operative Schulung und 6 Jahren Einsatz in den verschiedenen Konfliktgebieten der ehemaligen Sowjetunion, maße ich mir ein Urteil darüber aus, an was mir berichtet wird und ich glaube längst nicht mehr alles oder um es genauer zu sagen, ich glaube ja nur noch einen Teil dessen, was ich höre. Es ist immer wieder interessant, wie Leute, Zeitungsleser, mir dann sagen, was ich gesehen habe in Belarus, in der Ukraine, in Russland, in Bergkarabach. Wenn man dann fragt, woher haben Sie das, dann kommt dann, ja, ich habe nichts gegen die Appenzeller Zeitung, wissen Sie, aber der Fokus ist dann da doch schon eher lokal. Das ist die Agenda. Das Hintergrundbild übrigens zeigt ein Bild der Internierung der französischen Armee Bourbaki an der Schweizer Grenze im Jahr 1871. Kennen wir alle aus der Schule, Deutsch-Französischer Krieg 1870-71, hatte die Schweiz eigentlich schon den Eindruck, da müsse sie sich nicht unbedingt daran beteiligen. Und das war damals die Folge davon, die Internierung einer ganzen Armee an der Schweizer Grenze. Zuerst ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu Neutralität und NATO. Dann eben das, was ich von Ihnen kenne, den Konflikt in und um die Ukraine und ein paar Überlegungen zu Österreich und der Schweiz. Ursprünglich hatte ja Neutralität ausschließlich militärischen Charakter, Rechte und Pflichten neutraler wurden 1907 im Haager Abkommen über neutrale Mächte und Personen genauer umschrieben. Und wenn man heute dieses Abkommen liest, ist man überrascht, wie viel Handlungsfreiheit eine neutrale Macht genießt oder damals genoss. Die Charta der UNO kennt den Begriff der Neutralität nicht, weil sie vom Geist des Kreuzzuges gegen Nationalsozialismus, Militarismus und Imperialismus erfüllt war. Aber trotzdem hat die UNO nie einen Staat zur Kriegführung gegen einen anderen verpflichtet, nicht einmal im Fall Koreas. Und damit kann man sagen, Neutralität ist halt eben
Teil des Völkergewohnheitsrechts geworden. Und für die Schweiz war Neutralität nach den Erfahrungen des Zweiten Koalitionskrieges von 1798-99, von dem Sie eben einen berühmten Ausschnitt links auf der Folie sehen, eine Strategie, mit der verhindert werden sollte, dass die Schweiz erneut zum Kriegsschauplatz der Großmächte wird. Und das war eine prägende Erfahrung für meine Vorgänger im Amt, sozusagen im 19. Jahrhundert. In der ersten Hälfte eben dieses 19. Jahrhunderts diente Neutralität der Wahrung des inneren Zusammenhalts. Auch das kennen wir aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, oder? Als sich Liberale und Konservative in Europa bekämpften, Katholiken und Protestanten, und das haben wir ja alles auch in der Schweiz, und auch die bekämpften sich intern. Im Zeitalter der nationalen Einigungen, namentlich natürlich in Italien und Deutschland, und im Ersten Weltkrieg war Neutralität eine Strategie, mit welcher der Ausbruch innerer Zwistigkeiten verhindert werden sollte. Und rechts sehen Sie so meine Beurteilung nach 1871. Uns wohlgesonnene und weniger wohlgesonnene Nachbarn und eher stärkere und schwächere Nachbarn. Heute wird ja praktisch jeder erdenkliche Bereich zum Zwecke der Konfliktführung genutzt. Das ist eine Erfahrung aus der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sagt übrigens auch der ehemalige Generalsekretär, der Botschafter Thomas Kreminger, der mein Chef war in Wien. Und natürlich der wirtschaftliche Aspekt ist uns derzeit am ehesten präsent. Daneben läuft natürlich auch ein Informationskrieg, und in diesem Krieg ist es eine Frage der Selbstachtung, möchte ich meinen, nicht jeden Unsinn aus der Küche von, gelinde gesagt, regierungsnahen PR-Agenturen zu glauben, die ja jetzt gerade etwas Konjunktur haben, denn auch im Informationskrieg wird das Faustrecht angewendet. Erinnern wir uns beispielsweise daran, dass der Iran und auch Somalia eine Zeit lang vom Internet abgeschnitten wurden. Daneben sind Sport, Erziehung, Kultur und auch andere Bereiche zum Schlachtfeld des Krieges geworden. Das ging dann bei uns in Wien bis hin zu Diskussionen, welche Lieder noch erlaubt sind, oder Katjuscha ist des Teufels, und welche Lebensmittel bzw. Gerichte russisch oder ukrainisch seien und welche damit genossen werden dürfen oder eben nicht, oder? Da waren dann transatlantische Suppenkasper am Werk, die wollten auf unseren Speiseplan Einfluss nehmen, und die letzte Erfolgsmeldung des ukrainischen Außenministeriums besteht darin, dass jetzt Borsch auf Stufe UNO als ukrainisches Gericht anerkannt worden sei. Toll, finde ich gut. Wir müssen uns aber, jeder von uns muss sich fragen, inwieweit er oder sie bereit ist, Eingriffe ins tägliche Leben zu tolerieren und wo es dann einfach schon einmal fertig sein muss. Und die Erkenntnis daraus ist, dass der Begriff der Neutralität im heutigen Umfeld mit Inhalt zu füllen ist. Es ist eben nicht mehr nur militärisch, sodass er den heutigen Gegebenheiten entspricht, in einer Zeit, in welcher die Welt eben in Schwarz und Weiß eingeteilt wird und Kreuzzüge geführt werden, gilt der Neutrale dann natürlich schnell einmal als Ketzer, das ist klar. Aber angesichts allgegenwärtiger geopolitischer Konzepte ist Neutralität eben auch Ausdruck der Souveränität einer Nation, die sich nicht zum Objekt der Geopolitik degradieren lassen will. Und es geht insbesondere auch darum, die Handlungsfreiheit einer Regierung zu wahren, die selbst entscheiden möchte, ob sich ihr Land an einem Krieg beteiligen soll oder eben nicht.
Der außenpolitische Bericht der Schweizer Regierung von 1993 mit angehängtem Neutralitätsbericht schloss damals die Lücke zwischen dem Haager Abkommen, das ich erwähnte, von 1907 und gelebter Neutralität als Element des Völkergewohnheitsrechts und der damalige Glaube an das Entstehen eines funktionierenden Systems kollektiver Sicherheit zerschlug sich in der Zwischenzeit. Und das war jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung oder aus meinen persönlichen Beobachtungen mit auch ein Teil die Schuld des Westens. Und es wäre gerade die Pflicht der Neutralen gewesen, in den letzten 8, vielleicht auch 10 Jahren der NATO und der EU zwischendurch einmal den Spiegel vorzuhalten. Das haben wir wahrscheinlich etwas zu wenig getan. Der renommierte Völkerrechtsprofessor Hans Köchler, wohnhaft in Wien, lehrt in Innsbruck, hat Wirtschaftssanktionen generell als Instrument des wirtschaftlich Stärkeren gegen den Schwächeren bezeichnet und damit eben auch als Ausdruck des Faustrechts. Auch der Ausschluss des Iran und seit kurzem auch Russlands aus dem SWIFT-System gehört dazu, aus dem internationalen Zahlungssystem. Und wir werden nicht darum herumkommen, jetzt inskünftig Wirtschaftssanktionen völkerrechtlich oder, wenn das nicht gelingt, zumindest politisch zu regeln. Denn eigentlich wären Sanktionen als Maßnahme der Staatengemeinschaft gegen Friedensbrecher gedacht gewesen und das schon zu Zeiten des Völkerbunds in der Zwischenkriegszeit. Aber mittlerweile wirft ja der Westen geradezu mit Sanktionen um sich und für mich stellt sich dann die Frage, ob es Aufgabe der schweizerischen Wirtschaft sein kann oder vielleicht auch der österreichischen, sich im Zeitalter an Versuchen zu beteiligen, dass eine Volkswirtschaft die Kontrolle über die andere übernimmt. Und das sind ja Szenarien, die heute stattfinden. Insofern ist die von Frau Rauscher gemachte Aussage, wonach es eine regelbasierte Welt gebe und eine Welt des Faustrechts, eigentlich nur richtig, wenn wir den Westen zur Sphäre des Faustrechts zählen. Im Unterschied zu dem, was die Leute selbst glauben, weil er ja in wirtschaftlicher Hinsicht permanent das Faustrecht anwendet. Der UNO-Sicherheitsrat kann die UNO-Mitgliedsländer zur Teilnahme an Wirtschaftssanktionen verpflichten und er kann auch militärische Maßnahmen legitimieren, hat er im Fall des Konflikts in und um die Ukraine nicht gemacht. Und die Beteiligung eines Neutralen an Wirtschaftssanktionen würde natürlich voraussetzen, dass diese im Interesse des betreffenden Neutralen liegen und dass sie zur Konfliktlösung beitragen. Und solange die EU keinen Plan für eine friedliche Lösung des Konflikts in und um die Ukraine präsentiert, sind eben aus meiner Sicht Wirtschaftssanktionen nicht sinnvoll. Der Zwang, sich an Wirtschaftssanktionen zu beteiligen und den üben natürlich vor allem die Vereinigten Staaten aus, schränkt eigentlich das im Haager Abkommen verbriefte Recht eines Neutralen auf Freihandeleien, wäre also im Prinzip schon einmal völkerrechtswidrig. Und der aktuell namentlich aus Deutschland ausgeübte Druck auf die Schweiz, entgegen geltender Rechtsordnung Kriegsmaterial an die Ukraine zu liefern, nämlich 35 mm Flakmunition, kommt einer Missachtung schweizerischer Souveränität gleich. Ich mache mir schon seit Jahren keine Illusionen mehr über die Respektierung von Souveränität anderer Länder, gerade durch die führenden Mächte des Westens. Im schweizerischen Fall hat uns die Neutralität ein paar Mal davon abgehalten,
einen völkerrechtswidrigen Blödsinn mitzumachen. Von den 9 aufgeführten Kriegen, und Sie müssen eigentlich nur auf die Farben schauen, oder rot ist schon mal problematisch. Von den 9 aufgeführten Kriegen waren 4 völkerrechtswidrig und 3 völkerrechtlich zumindest umstritten. Der völkerrechtlich durchaus legitimierte Krieg gegen den Irak 1991, zuoberst grün, war aber verbunden mit der sogenannten Brutkastenlüge. Der eine oder der andere wird sich noch darin erinnern, als die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA vor einem Parlamentsausschuss sich als Krankenschwester ausgab, die gesehen haben will, wie irakische Soldaten Frühgeborene in den Brutkästen töteten. Und wenn wir zum Luftkrieg gegen Serbien übergehen, 1999, hier das zweite, dann war das gemäß dem Schweizer Parlament, nicht gemäß Außenministerium, gemäß Schweizer Parlament, eine völkerrechtswidrige Aggression gegen Serbien. Und es ist ja bis heute nicht geklärt, ob der sogenannte Hufeisenplan für eine ethnische Säuberung des Kosovo je wirklich existierte oder ob er erfunden wurde, damit die westlichen Unterhändler der serbischen Delegation in Rambouillet bewusst unannehmbare Bedingungen auf den Tisch legen konnten, als der Angriff im Grunde genommen schon beschlossene Sache war. Gerade in diesem Fall frage ich mich, ob es angehen kann, dass irgendeine Macht, egal welche, sich zum Interessenvertreter eines Bevölkerungsteils oder eines Volkes aufschwingen und eine sogenannte humanitäre Intervention durchführen kann. Oder das Right to Protect oder die Responsibility to Protect, je nachdem, es gibt beide Begriffe, die wurde in den letzten Jahren dann halt schon etwas strapaziert. Wenn jetzt im Falle des Kosovo das benachbarte Albanien sich zugunsten seiner Nachbarn und Verwandten im Kosovo eingesetzt hätte und allenfalls Dritte um Hilfe angegangen hätte, dann könnte ich das noch verstehen. Aber wieso, dass unbedingt die USA sich zum Schutzengel der Kosovaren im Kosovo machten, ist mir nicht so ganz klar. Und im Fall von Südossetien, das haben die meisten hier wahrscheinlich auch noch präsent, hatten die Osseten meines Erachtens eben ein Recht auf Sezession, denn sie sind ein eigenständiges Volk, sie haben eigentlich ethnisch, kulturell nicht viel mit den Georgiern zu tun. Es ist ein eigenständiges Volk, das infolge der Gesetzgebung der Sowjetunion getrennt und in eine Teilrepublik eingegliedert wurde, mit der sie wenig zu tun haben. Aus meiner Sicht hatte damals Russland ein berechtigtes Interesse an einer Intervention, weil in der Russischen Föderation eben Osseten wohnen, die dort in einem eigenen politischen Gebilde leben, wo ihre Sprache als regionale Amtssprache anerkannt wird. Und gemäß dem Bericht der Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini, die ich einmal in Kiew traf, zuhanden des Europaparlaments eröffnete im August 2005 eben Georgien die Feindseligkeiten. Und im Nachhinein muss ich sagen, das russische Vorgehen war damals verhältnismäßig, denn es endete, als der georgische Angriff abgewehrt war. Und mit dem Beitrittsangebot an die Adresse Georgiens zeigt die NATO letzten Endes ja nur, dass sie gewaltsames Vorgehen zur Lösung von innerstaatlichen Konflikten durchaus toleriert. Und damit diskreditiert sie sich letzten Endes selbst. Man kann sich fragen, ob dadurch die Ukraine ermutigt wurde, ihr Minderheitenproblem ebenfalls gewaltsam zu lösen. Ich finde aber, die russische Bevölkerungsminderheit in den baltischen Republiken macht sich nicht ganz zu Unrecht Sorgen über ihre Zukunft. Im Fall der aserbaidschanischen Aggression
gegen Armenien im Herbst 2020 konnte der Westen eine militärische Aggression gegen einen souveränen Staat und UNO-Mitglied problemlos akzeptieren. Ist ja ein Verbündeter Russland, da kann man das durchaus tolerieren. Dabei wurden die Madrider Prinzipien verletzt. Das sind Prinzipien, die im Rahmen der OSZE einmal beschlossen wurden zur Lösung des Konflikts. Und die hat man locker beiseite geschoben. Und aus meiner Sicht sind die Teilnehmer an den erwähnten völkerrechtswidrigen Aggressionen, und die Liste der Teilnehmer umfasst ja die Mehrheit der EU- und der NATO-Mitgliedsländer, nicht legitimiert, im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland als Schiedsrichter aufzutreten, sondern die sind Konfliktpartei. Und solange die Sünden, die hier aufgelisteten Sünden der letzten 30 Jahre nicht aufgearbeitet sind, kann aus meiner Sicht die Schweiz kein Beitrittskandidat für die EU sein und für die NATO schon gar nicht. Dankeschön. Der Westen hat in den vergangenen 30 Jahren mit dieser Liste die Ordnung von San Francisco 1945 selbst geschwächt, indem er sich das Recht herausnahm, anstelle des UNO-Sicherheitsrats über Wirtschaftssanktionen und Interventionen zu entscheiden. Und was ich jetzt beobachte in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass es für ca. 130 Staaten der Welt so langsam zum Sport wird, den Westen für seine Arroganz zu bestrafen. Es ist ja umstritten, ob der Sowjetunion im Zuge der Gespräche über eine deutsche Wiedervereinigung Versprechen bezüglich einer NATO-Osterweiterung gemacht wurden. Die russische Staatsführung hat in ihrer Doktrin nationaler Sicherheit, und ich darf Ihnen versichern, dieses Dokument haben wir an der Moskauer Generalstabsakademie studiert, eingehend, oder bis, ich würde sagen, fast bis zum Erbrechen. Aber sie hat damals ganz klar gesagt, dass sie einen NATO-Beitritt der baltischen Republiken als unfreundlichen Akt ansehen würde. Das hat damals niemand interessiert, denn Russland musste in einer Schwächeperiode auch das murrend hinnehmen. Und jetzt in den letzten Jahren und auch Monaten ist ein Rollback ins Rollen gekommen, und das war absehbar. Und jetzt soll bitte niemand so tun, als wäre er überrascht. Die NATO-Osterweiterung erinnert in Russland natürlich täglich an das Trauma des 22. Juni 1941, als die Rote Armee von der deutschen Wehrmacht und ihren Verbündeten, und an die müssen wir ja zwischendurch mal denken, nämlich Finnland, Rumänien, Ungarn, Italien, Spanien und die Slowakei, überrumpelt wurde. Und das ist so das Gegenstück zu Pearl Harbor für russische Militärs. Und wenn Sie mit russischen Generalstabsoffizieren sprechen, dann stellen Sie fest, die kennen die Geschichte ihres Landes durchaus. Heute läuft ja die Ostgrenze der NATO hier schwarz, ungefähr dort, wo die Ausgangsstellung der Achsenmächte 1941 gewesen war, hier blau, mit Ausnahme des Baltikums. Dort ist die NATO heute 200 Kilometer weiter östlich als damals. Und wenn die Ukraine NATO-Mitglied würde, dann wäre die NATO ungefähr dort, wo die deutsche Wehrmacht im Herbst 1941 stand. Und das war dann eine der dunkelsten Stunden russischer Militärgeschichte. Und wir haben das ja beobachtet. Oder Russland hat den Aufstand in den Regionen Donetsk und Lugansk gegen die Zentralregierung in Kiew gefördert. Ich sage gefördert und nicht ausgelöst. Ich war vor 2013 im Donbass und habe die Stimmung in der Bevölkerung schon gespürt. Und mit Kiew verband sie nie eine große Liebe, übrigens auch nicht auf der Krim. Und Russland hat das gefördert, weil es glaubte, dass diese Regionen einen NATO-Beitritt der Ukraine dauerhaft verhindern würden.
Und im vergangenen Herbst mag dann der Kreml zum Schluss gekommen sein, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO nicht mehr zu verhindern sei. Und als klar wurde, dass der Westen nicht bereit war, Russland im Bereich der Sicherheit irgendwelche Zugeständnisse zu machen oder Garantien zu geben, wurde halt eben die Gegenstrategie gewählt. Und die ist die Demontage der ukrainischen Armee und der Rüstungsindustrie, die Schwäche des menschlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Potenzials der Ukraine und die Schaffung einer Pufferzone zwischen der NATO und Russland. Und das ist ziemlich genau, was im Moment abgeht in der Ukraine. Und der Begriff der Entmilitarisierung, den Präsident Putin in seiner Rede vom 24. Februar verwendete, ist eben genau ein Hinweis darauf, dass man dieses mittlerweile gegen Russland gerichtete Potenzial zerschlagen möchte. Die Folie hier zeigt die Geschichte der NATO-Osterweiterung. Sie sehen das ganz links. Sie müssen eigentlich nur die Farben beachten und die Konflikte der vergangenen 25 Jahre in der Mitte und die Bemühungen um Rüstungskontrolle, militärische Transparenz und Ähnliches. Rot eingefärbt sind Rückschritte und Konflikte, grün sind Fortschritte, orange sind einseitige Maßnahmen der NATO und blau solche Russlands. Und jetzt sehen wir auch, worin der Fehler der NATO-Osterweiterung bestand, nämlich, dass die NATO parallel zur Osterweiterung nicht geeignete Maßnahmen vorschlug, um das russische Misstrauen zu zerstreuen, sondern im Gegenteil noch die vorhandenen Instrumente zur Bildung von Vertrauen und zur Rüstungskontrolle aushöhlte, wie wir eben rechts sehen. Und ich habe ja das selbst mitverfolgt, miterlebt, die Aushöhlung beispielsweise des Wiener Dokumentes für sicherheits- und vertrauensbildende Maßnahmen nach 2014 durch die NATO unter der Führung der USA. Ich kann mich da an gewisse Sitzungen im Rahmen der OSZE erinnern, wo das Wiener Dokument schamlos missbraucht wurde. Und nicht ich, sondern mein Kollege, Schweizer Oberst, Oberst Lüber, hat damals den Saal verlassen, als das organisiert wurde, weil er sagte, das ist nicht mehr die Anwendung des Wiener Dokuments im Sinne des Erfinders. Nach Osterweiterung kam die Modernisation der militärischen Infrastruktur in Osteuropa, die in Moskau als Vorbereitung zum Aufmarsch interpretiert wurde und die Stationierung von NATO-Verbänden an der Grenze zu Russland und zu Belarus unter dem Stichwort Enhanced Forward Presence und European Reassurance Initiative wurde als Maßnahme gewertet, den Aufmarsch von NATO-Truppen zu sichern. Und gerade jetzt, wo es am dringlichsten wäre, solche Instrumente wieder anzuwenden, wie eben das Wiener Dokument, verweigern ausgerechnet die NATO-Länder der Republik Belarus Inspektionen. Das ist eine weitere Entwicklung, ein weiterer Schritt auf der Stiege abwärts. Dankeschön. Weltweit klettern die Militärausgaben in den letzten paar Jahren auf Rekordwerte und einsame Spitzenreiter in dieser Beziehung sind und bleiben die USA sowie ihre Verbündeten in aller Welt oder hier blau eingefärbt. Nicht nur die NATO-Staaten, sondern Südkorea, Saudi-Arabien, Japan und andere gelten als große, ich möchte sagen, Investoren. Und die NATO will ja noch massiv steigern. Und im Vergleich dazu wirken die Militärausgaben Russlands schon fast bescheiden. Russland gibt etwas mehr aus als das Vereinigte Königreich alleine.
Die NATO insgesamt gibt etwa 20 Mal mehr für Militär aus als Russland und 4 Mal mehr als China, oder? Und wenn ich dann in den Gazetten lese, dass eine angebliche militärische Bedrohung bestehe und wenn das dann noch mit Militärausgaben begründet wird, dann höre ich gar nicht mehr hin, dass das kann also nur noch Propaganda sein. Tut mir leid, wenn ich diesen Begriff verwende. Und natürlich gibt es weltweit viele Institutionen, die sich als militärische Erbsenzähler betätigen. Das bekannteste ist natürlich das CIPRI, der Global Firepower Index und so weiter. Ich habe einfach einmal ein paar einfache Zahlen herausgesucht. Im Bereich der reinen Mannstärke sind die europäischen NATO-Verbündeten Russland doppelt überlegen und die NATO insgesamt dreifach. Und die NATO ist personell den kombinierten Streitkräften Chinas und Russlands sogar überlegen. Und die Million Mann Russlands in seiner Armee und in den Truppen des Innenministeriums sichern ein Territorium von 8000 Kilometern Ausdehnung Ost-West. Und wenn ich dann das kleine Nordkorea heranziehe, oder das mehr als 1 Million Mann unter Waffen hat und das auch für Russland eine Blackbox ist, dann relativieren sich dann solche Zahlen wieder. Und Russland hat ja ein paar Nachbarn, denen gegenüber man keine Schwäche zeigen sollte. Japan beispielsweise stellt nach wie vor territoriale Forderungen an Russland. Kurilen, Sachalin sind da offene Fragen. Der Kaukasus, Zentralasien sind ja permanente Krisenherde. Die russische Armee und deren Leistungsfähigkeit kann ich nach 1,5 Jahren in Moskau durchaus einschätzen. Kann nicht einfach fremde Länder mit 1 Million Mann oder mit 500.000 Mann überfallen. Die 200.000 Mann, die jetzt oder die vor Jahresfrist an der ukrainischen Grenze zusammengezogen wurden, stellen aus meiner Beurteilung etwa das Maximum dar, was Russland in eine Richtung konzentrieren kann, ohne Mobilisation. Inzwischen ist Mobilisation erfolgt. Von den mobilisierten Reservisten sind offensichtlich jetzt um die 150.000 Mann dann wirklich im Einsatz, auch in den annektierten Territorien. Von daher steigen die Zahlen der maximalen Fähigkeit Russlands, Truppen zu konzentrieren, auch nicht in den Himmel, vor allem wenn man es eben dann mit der NATO vergleicht. Solches habe ich schon vor einem Jahr gesagt und ich bleibe dabei. Im Lichte dieser Zahlen nehme ich dann das Gejammer über einen angeblich bevorstehenden Einfall der russischen Armee in benachbarten Staaten mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis. Es ist also nicht so, dass ich denke, dass die Russen innerhalb von 2 Wochen im Berner Bundeshaus Balalaika spielen. Das glaube ich nun wirklich nicht. Ich habe auch vor fast einem Jahr im Alpenparlament Fernsehen Aussagen zu Möglichkeiten der Kräfteprojektion der russischen Streitkräfte gemacht. Ich habe damals gesagt, das ist 200 Kilometer über die Staatsgrenze hinweg möglich, über die russische Staatsgrenze oder die Staatsgrenze eines Verbündeten. Und wenn ich heute schaue, wo eben die Staatsgrenze war, wo die 200-Kilometer-Linie wäre und wie weit die Truppen Russlands bis zum 25. März, das war das Maximum der Ausdehnung der russischen Truppen in der Ukraine, gekommen sind, dann bleibe ich auch hier bei der Aussage, Russland kann nicht einfach ganze NATO-Länder überfallen und besetzen. Und wenn ich diese Zahlen jetzt übertrage
auf die NATO-Außengrenze, dann komme ich zum Schluss, dass Russland mit einem Kräfteansatz vom Februar dieses Jahres die baltischen Staaten einnehmen könnte. Ja, sie könnte sie besetzen. Das sind aber NATO-Verbündete, wir wissen, was das bedeutet, NATO-Verteidigungsfall. Das bedeutet Krieg Russlands gegen einen doppelt so starken Gegner. Bei einem Vorgehen gegen Polen aus Belarus heraus kämen die Russen möglicherweise bis an die Weichsel, so zwischen Warschau und Danzig. Und ich habe größte Zweifel, ob es den Russen gelingen würde, die Stadt Warschau unter Kontrolle zu bringen, glaube ich nicht. Ich habe auch vor Jahresfrist gesagt, die Städte Kiew und Charkow unter Kontrolle zu bringen, das kann die russische Armee nicht. Dafür sind diese Städte zu groß. Aus Belarus heraus und den annektierten Oblasten im Süden der Ukraine hätten die Russen eine gewisse Chance. Lwów, oder ich nehme an, ist hier bekannt unter dem Begriff Lemberg, vielleicht Tschernigow, den Stadtrand von Kiew zu erreichen, auch hier nach wie vor. Kiew ist nicht unter Kontrolle zu bringen. Und auch in der Schwarzmeerregion wären bescheidene Resultate zu erwarten. Und die Angstmacherei, russische Panzer könnten auch in diesen Hauptstädten nächstens auftauchen. Auch das qualifiziere ich als Propaganda. Ich habe in einer Organisation gearbeitet, in welcher es als normal betrachtet wird, dass Staaten Streitkräfte haben. Ich möchte nicht der totalen Abrüstung Europas das Wort reden. Ich fände aber auch die jetzt andiskutierte Aufrüstung, die muss nicht unbedingt sein. Und wenn wir so zu 2% Bruttosozialprodukt kommen möchten in der Schweiz, dann wären das 14 Milliarden Schweizer Franken für die Schweizer Armee. Und als langjähriger Chef der Operationsplanung kann ich Ihnen versichern, dass die Schweizer Armee im Moment nicht in der Lage wäre, 14 Milliarden Franken sinnvoll auszugeben. Spielzeuge auf dem Rüstungsmarkt kaufen kann man immer. Was es dann für einen Sinn macht, ist eine völlig andere Frage. Was Sie hier übrigens sehen, bevor ich zum Konflikt in und um die Ukraine komme, ist das, ich muss schon fast sagen, ehemalige Elternhaus meiner Gattin in Mariupol, nachdem im Garten 152 mm Granaten einschlugen. Also ich könnte Ihnen auch ein Foto zeigen von meiner Wohnung in Mariupol, wo ich damals lebte, als ich in Mariupol eingesetzt war. Die sieht jetzt ähnlich aus. Für mich ist der Ukraine-Konflikt der Prüfstein, an dessen sich zeigen wird, ob der Westen noch einmal in der Lage ist, seine Ansichten durchzusetzen. Und wenn er das in der Lage sein sollte, dann ist es wohl das letzte Mal. Ich denke, der Aufstand der Underdogs in der Weltpolitik ist in Gang und möglicherweise nicht mehr einfach so aufzuhalten. Das Minsker Maßnahmenpaket, und ich freue mich, dass Frau Barki das auch so sieht, ist Teil einer Resolution des UN-Sicherheitsrats und wäre damit eigentlich völkerrechtlich bindend. Aber gestützt auf US-amerikanische Unterstützung konnte die Ukraine es sich leisten, jahrelang dagegen zu verstoßen. Und im Lichte der neuesten Äußerungen von Frau Ex-Bundeskanzlerin Merkel komme ich zur Erkenntnis, dass auch die Deutschen sehr gut mit Waffenstillstandsverletzungen leben konnten und mit der Politik der offenen Tür an die Adresse der Ukraine diskreditiert die NATO ja eigentlich sich erneut selbst. Und selbst wenn die Integration der Krim und der vier Oblaste im Osten der Ukraine nicht völkerrechtskonform gewesen sein sollte, dann ist für mich die Unabhängigkeit dieser Territorien die einzige gangbare Lösung. Denn
Das Problem der mangelnden Unabhängigkeit der ukrainischen Justiz von der Politik ist nicht gelöst und die massiven Vorwürfe des UNO-Menschenrechtsbeauftragten gegen den ukrainischen Inlandsnachrichtendienst SBO sind nicht ausgeräumt. Und in diesem Lichte wäre aus meiner Sicht eine Rückunterstellung der Gebiete, die jetzt neu Teil Russlands wurden, unter die Kontrolle der Ukraine nicht verantwortbar. Und das ist ja das, was erwartet wird, wenn man permanent von der territorialen Integrität der Ukraine spricht. Und natürlich besteht schon rein aufgrund der Meinungsverschiedenheiten zwischen der Ukraine und Russland über die Zugehörigkeit von Krim und der Krim und der vier Oblaste ein Konfliktzustand zwischen diesen Ländern oder vielleicht sogar ein Kriegszustand. Und damit ist dann eben der Beginn der sogenannten militärischen Sonderoperation am 24. Februar eher als Eskalation zu werten, denn als Neubeginn eines Krieges. Der Krieg ging schon seit 8 Jahren vor sich. Und was Sie hier sehen, sind eben die harten Fakten zu diesem Krieg, der seit 8 Jahren in Gang ist. Ich habe im Auftrag meines Chefs die Minsker Maßnahmen bzw. deren Einhaltung vom Februar 2015 bis Mai 2020 verfolgt. Und die Verletzungen des Minsker Waffenstillstands systematisch und festgehalten und habe eine eigentliche Statistik geführt. Und mein Chef, der damalige Botschafter Wild, nannte das die Fieberkurve der Waffenstillstandsverletzungen. Circa 40% dieser Waffenstillstandsverletzungen konnte ich einer der beiden Konfliktparteien zuordnen. Und dabei stellte sich eben heraus, dass beide Parteien in vergleichbarem Ausmaß den Waffenstillstand verletzen. Einmal waren es die Rebellen mit 40%, einmal 60% und umgekehrt natürlich die ukrainischen Regierungstruppen dann eben einmal 40 und das andere Mal wieder 60%. Dann ein permanentes Problem war natürlich die Behinderung der Tätigkeit der Special Monitoring Mission der OSZE. Die Patrouillen wurden regelmäßig gehindert, gewisse Checkpoints zu passieren, gewisse Räume zu erreichen. Der Zugang zu gewissen Objekten wurde verweigert. Das geschah vor allem so nach 2016 fast ausschließlich auf dem Territorium der Rebellenrepubliken, also der Volksrepublik Lugansk und Donetsk. Die Störung der Drohnen der Special Monitoring Mission, deren Einsatz ich ja mitorganisierte in Mariupol, die geschah täglich elektronisch gestört. Funkverbindungen der Bodenkontrollstation zur Drohne wurden gestört oder der Empfang von GPS-Navigationsdaten wurde gestört. Und dass beide Seiten störten, war uns absolut klar. Und ich habe das übrigens auch bereits einen Monat vor Beginn des Einsatzes vorher gesagt. Also hier teilen sich Ukrainer und Rebellen die Verantwortung redlich. Regelmäßig wurden seit 2014 auch Wohngebiete in Dörfern und Städten mit schweren Waffen beschossen. Schwere Waffen, darunter verstehe ich vor allem einmal Artillerie und Mörser. Und ich kenne die Artillerie gut genug und habe 3 Jahre praktische Erfahrung bei der Artillerie und ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass eben ein Artilleriegeschütz über 10, 15 Kilometer Distanz nicht schießt, weil ein junger Wehrpflichtiger durchdreht. Oder das sind die Offiziere eines Bataillons, eines Regiments daran beteiligt. Das kann nicht vorgenommen werden, ohne dass Offiziere im Rang Major, Oberstleutnant, Oberst das Wissen tolerieren. Ansonsten ginge das rein technisch nicht. Und hier muss ich einfach sagen, 80% dieser Fälle beobachteten wir auf Seiten
der Rebellenrepubliken und damit sind für mich eben für 80% dieser eigentlich als Kriegsverbrechen zu werdenden Vorgänge die ukrainischen Regierungstruppen verantwortlich. Als Kriegsverbrechen zu werten, sage ich bewusst so, man müsste jeden einzelnen Fall eingehend untersuchen. Ich habe das in Dutzenden, Hunderten von Fällen gemacht. Da kann natürlich Irrtum, unsorgfältiges Arbeiten und so weiter im Spiel gewesen sein. Aber ich denke, das geschah zum Teil wissentlich und willentlich. Dann hatten wir im Oktober 2014 den Tod eines Schweizer Mitarbeiters des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes zu beklagen. Artilleriebeschuss in Donezk für mich ganz klar in der Verantwortung der ukrainischen Regierungstruppen. Wir hatten den Tod eines amerikanischen Mitarbeiters der Special Monitoring Mission in Prischib bei Lugansk zu beklagen. Da habe ich den Untersuchungsbericht des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich durchgelesen, der Bericht der International Fact-Finding Mission. Und ich bin persönlich der Auffassung, dass für diesen getöteten Mitarbeiter der OSZE die ukrainischen Regierungstruppen verantwortlich zu machen sind. Und schließlich untersuchte ich im Auftrag des Generalsekretärs der OSZE Vorkommnisse, bei denen Personal der OSZE gefährdet oder bedroht wurde, und kann sagen, auch hier teilen sich die Konfliktparteien die Verantwortung redlich. Und somit kann man sagen, im Blame Game in der Wiener Hofburg nannte dann schon manchmal ein Esel den anderen Langohr und die Seiten haben sich gar nichts gegenseitig vorzuwerfen. Und solche Informationen posauten wir in der Regel nicht in den offiziellen Sitzungen der OSZE heraus, weil wir nicht am Propagandakrieg teilnehmen wollten. Gerade die ukrainische Delegation hörte solche Fakten nicht gern und verlangte dann auch jedes Mal Beweise, die wir dann auch vorlegten. In der Regel haben aber der ständige Vertreter der Schweiz bei der OSZE und der Generalsekretär in bilateralen Gesprächen interveniert. Und im Nachhinein muss ich auch hier sagen, wir hätten vielleicht manchmal lautstarker auftreten sollen. Weil das ist die schreckliche Konsequenz dieses Treibens während acht Jahren. Das ist die Statistik der zivilen Opfer, welche das Büro des UN-Menschenrechtsbeauftragten führt, dessen der in Kiew geblieben ist. Und sie zeigt, dass seit 2018 die Mehrzahl der zivilen Opfer in der Ukraine zu über 80% auf Seiten der Luganskor und der Donetsker Volksrepublik anfiel. Und natürlich, wenn wir die ukrainische Delegation mit entsprechenden Vorwürfen konfrontierten, dann war die Ausrede in der Regel die, dass die Soldateska der Rebellen eben die eigenen Leute beschieße. Oder das wurde dann noch getoppt durch Aussagen, es sei eine dritte Seite am Werk. Da muss ich dann sagen, Freunde, eine dritte Seite, die 122 mm Kanonen in der Innenstadt von Donezk spazieren fährt, die möchte ich erst noch sehen. Ich habe sie auf meinen Reisen in der Ukraine nie gesehen. Ich würde die viel zu zahlreichen Opfer, die der jetzige Krieg natürlich schon forderte, noch viel mehr bedauern, wenn ich je einen Moment des Bedauerns gespürt hätte für die 14.000 Menschen, die in den Jahren 2014 bis 2022 ihr Leben lassen mussten. Es gibt übrigens, da sehen Sie rechts oben das Bild, in Donezk eine eigene Allee der Engel mit der Erinnerung an die zahlreichen getöteten Kinder der Stadt. Und wenn Sie noch
traurige Geschichten aus Donetsk hören möchten oder auch aus Mariupol, ich kann Ihnen ein paar erzählen, und zwar aus erster Hand. Und dann kam natürlich immer die Ausrede, ja, wir haben ja nur in Selbstverteidigung geschossen, wir wurden beschossen. Ich habe das einmal anhand der Berichte, der Tagesberichte der Special Monitoring Mission untersucht, habe einmal die Fälle herangezogen, wo ich Waffenstillstandsverletzungen einer Partei zuordnen konnte, und habe untersucht, ob im gleichen Zeitraum, im gleichen Raum die Gegenseite Waffen eingesetzt hat. Das ist die Liste der unprovozierten Waffenstillstandsverletzungen durch die Armed Formations of der Volksrepublik Lugansk und in Donetsk, die sogenannten AFOR. Und da sehen Sie die Liste, wo die Rebellenstreitkräfte unprovozierten Waffenstillstand verletzten. Und das ist dieselbe Liste für denselben Zeitraum mit der Verantwortung der ukrainischen Regierungstruppen. Und ich bin überzeugt, ich könnte die Tagesberichte der SMM, der Special Monitoring Mission, noch oft hervorziehen für andere Wochen und Monate, und ich käme zu einem ähnlichen Resultat. Eines der Probleme, das wir immer wieder hatten, war, dass der Beschuss des Wasserwerks der Firma Vodadan Bassa bei Kamjanka am Nordrand der Stadt Donetsk und auch seiner Mitarbeiter. Das Wasserwerk von Kamjanka versorgt die Millionenstadt Donetsk und auch Ortschaften auf der anderen Seite der Front, auf der ukrainischen Seite der Front, mit Wasser. Und es lag und liegt im Moment immer noch in der Front, an der Frontlinie. Im Wald östlich davon sehen wir die Stellungen der ukrainischen Regierungstruppen, und hier im freien Feld östlich davon die Stellungen der Rebellen aus der Donetsker Volksrepublik. Ich habe dann einmal diesen Abschnitt von einem Aufklärungssatelliten fotografieren lassen und die Fotos den Luftbildauswertern der Schweizer Luftwaffe in Dübendorf vorgelegt. Und kam dann zur Erkenntnis, dass beispielsweise am 17. April 2018 der Beschuss eines Autobusses mit Mitarbeitern des Wasserwerks von der ukrainischen Seite ausgegangen sei. Die EU-Kollegen haben dann natürlich gefragt, woher haben die Schweizer Satellitenbilder? Ich habe dann zum Kaffee eingeladen. Und so konnten wir eben die Urheberschaft dieses, ja eigentlich auch Kriegsverbrechens, ermitteln und das Vorgehen gegen Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung mit essentiellen Gütern und Dienstleistungen, das man jetzt Russland vorwirft, hat eine gewisse Tradition, nicht nur im Fall der Vodadan Bassa am Nordrand von Donetsk, sondern Ähnliches haben wir auch in Gorlovka oder Horlivka, wenn Sie so möchten, beobachtet, und auch in Mariupol. Dann, wer hat gefährliche Spiele mit unseren Mitarbeitern gespielt? Ein beliebtes Spiel beispielsweise bestand darin, die Ankunft einer Patrouille der Special Monitoring Mission an einem Checkpoint abzuwarten, um dann das Feuer auf den Gegner zu eröffnen. Das beobachteten wir bereits im Herbst 2014 im Raum Mariupol. Im vorliegenden Fall eben Novotroizke südlich von Donetsk. Im Oktober 2017 eröffneten die ukrainischen Regierungstruppen das Feuer, als eine Patrouille der SMM an ihrem Checkpoint eintraf, in der Annahme, dass die Kämpfer der Donetsker Volksrepublik über die Präsenz der SMM
am Checkpoint der Ukrainer informiert ist und deshalb nicht zurückschießen würden. Und hätten die Rebellen zurückgeschossen, hätte man natürlich in der Wiedner Hofburg am Donnerstag darauf wieder ein ganz großes Theater aufgeführt. In diesem Fall hat der erfahrene Patrouillenführer glücklicherweise das Spiel schon gekannt und ist sofort weggefahren von diesem Checkpoint. Und natürlich hat dann die ukrainische Delegation wieder Selbstverteidigung geltend gemacht. Und so ein Spiel wurde auch in Solothe oder Solothoje, je nachdem, ob sie es ukrainisch oder russisch haben möchten, im September 2018 gespielt. Oder dann auch wieder 2019 genau in Kamjanka, dort wo das Wasserwerk ist, am Nordrand von Donetsk. Solche und ähnliche Zwischenfälle habe ich für den Generalsekretär OSZE regelmäßig untersucht. Das einmal in der Woche gab es das. Natürlich haben auch die Rebellen, die DNR und die LNR-Leute solche Spiele gespielt. Detailliert habe ich natürlich immer dann einen Fall, wenn wir von einer ukrainischen Urheberschaft ausgegangen sind. Denn wenn wir die Ukraine kritisierten, dann mussten wir natürlich hieb- und stichfeste Beweise vorlegen. Wenn wir hingegen die Rebellen irgendetwas beschuldigten, dann nie. Da hat uns nie jemand herausgefordert. Allein das ist ja schon der Beweis dafür, dass zuweilen oder nicht zuweilen, das mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Das hier ist Teil meiner Untersuchung des Beschusses eines Wohnhauses in Staromichailivka am Westrand von Donetsk. Und hier konnten wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Verletzung des Waffenstillstands den ukrainischen Regierungstruppen zuordnen. Damals schlug eine 122 mm Rakete aus einem Mehrfachraketenwerfer im Kinderzimmer eines Hauses ein. War natürlich dann eine sehr emotionale Diskussion, die Folge davon. Das hat der Schweizer Botschafter danach einmal thematisiert und kein Blatt vor den Mund genommen. Und prompt haben natürlich die ukrainischen Kollegen versprochen, sie würden uns eine Gegendarstellung präsentieren. Diese Gegendarstellung habe ich in den letzten 7 Jahren nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass sie noch kommen wird. Über solche Vorfälle habe ich etwa 3 GB Daten. Ich könnte noch viele solche Beispiele folglich bringen. Wir wollen das hier abkürzen. Eben hier schimpft der eine Esel den anderen Langohr. Ein emotionales Thema war natürlich immer der Beschuss von Schulen und Kindergärten. Ich habe das untersucht anhand der Tagesberichte der Special Monitoring Mission für die Jahre 2020 und 2021 und habe festgestellt, dass hier zu 80% die Verantwortung bei den ukrainischen Regierungstruppen liegt. Und wissen Sie, das kannte ich schon aus Bergkarabach. In Bergkarabach hatte ich den Eindruck, dass zuweilen eine Politik der ethnischen Säuberung betrieben wird, die auch Bemühungen beinhaltet, die Lebensgrundlagen der Bevölkerung auf der Gegenseite zu zerstören. Und was Sie links oben sehen, ist das Schulhaus von Talysch im Tal des Terter, eben in Bergkarabach, wo die aserbaidschanische Artillerie hingeschossen hat. Und ich vermute, dass das eben kein Zufall war, sondern dass es vielmehr darum ging, gezielt junge Familien einzuschüchtern, damit sie den Ort und das Tal verlassen. Denn wenn dann in einem Ort nur noch alte Menschen, Pensionisten leben, dann erledigt sich die Frage der Besiedelung durch die betreffende Ethnie dann irgendwann selbst und Aserbaidschan kann in aller Ruhe seine territorialen Ansprüche vorbringen. Und wie ich das gesehen habe, habe ich mich an eine Rede
des damaligen ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko erinnert. Rechts unten haben Sie das, ein Auszug aus einem Video auf YouTube mit der Übersetzung und mit dem Sprechtext seiner Rede, in der er sagte, dass die Kinder in der Ukraine in den Schulen lernen würden und die Kinder in den Rebellenrepubliken von Lugansk und Donetsk würden halt eben in den Kellern Schutz suchen müssen, also hinter dem Beschuss von Kindergärten und Schulhäusern liegt eben manchmal schon eine Strategie. Gehen wir vielleicht einmal zu ein paar Konsequenzen oder zu ein paar Überlegungen des Beobachteten für Österreich und die Schweiz. In geopolitischer Hinsicht sind die Schweiz und Österreich natürlich in einer vergleichbaren Lage. Wir beide nehmen uns als Kleinstaat in der Nachbarschaft von Regionalmächten wahr. Mir scheint aber, wir stellen da manchmal unser Licht etwas unter den Scheffel. Denn gemessen an unserer Bevölkerung und unserer Fläche sind wir weltweit im Mittelfeld der Staaten. Österreich etwas weiter vorne, punkto Fläche. Die Schweiz etwas weiter hinten. Im Bereich Bevölkerung sind wir gleich auf oder fast gleich auf, ziemlich genau in der Mitte der Staatengemeinschaft von 194 Staaten. Aber gemessen an unserer Wirtschaftsleistung gehören wir ins vordere Viertel. Wien und Genf sind Zentren der Weltpolitik. Wien ist eines der globalen Zentren von Kultur. Die Schweiz mit dem Hochschulstandort Zürich ist top in Sachen Innovation. Wir gehören zur Weltspitze in Sachen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Lebensqualität. Also, wir sind schon wer in der Welt und daher denke ich, wir brauchen keine Belehrungen aus Brüssel, Berlin oder Washington über Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und Ähnliches. Wir leben aber in einer Weltregion, in welcher die Ressourcen vorhanden sind, um Streitkräfte hohen Technologieniveaus aufzustellen und zu unterhalten. Die Geografie unseres Kontinents lässt den Einsatz beinahe beliebig starker konventioneller Kräftegruppierungen zu, wobei die weit in den europäischen Kontinent einspringenden Nebenmeere des Atlantischen Ozeans eben dazu führen, dass Seestreitkräfte das Geschehen bis weit in den Kontinent hinein beeinflussen können. Und Seestreitkräfte sind uns Schweizern und Österreichern natürlich etwas fremd. Ich stellte damals fest in Moskau, dass auch die turkmenischen Kollegen und die mongolischen Kollegen den Fragen der Seekriegführung eher reserviert gegenüberstanden. Aber man muss damit eben rechnen und man muss mit diesen starken Kräftegruppierungen, konventionellen Kräftegruppierungen eben rechnen, wenn man über europäische Sicherheit spricht. Wir leben nicht in Mittelamerika und wir leben nicht in Ozeanien, wo solche Streitkräfte naturgemäß nicht diese Rolle spielen können. In den letzten Jahren haben wir es geschafft, an den Rändern Europas durch unsere politische Schwäche einen Ring of Fire entstehen zu lassen, der nicht so einfach zu beseitigen sein wird. Nordafrika, das wissen wir, ist ein Unruheherd. Als Folge des Kolonialismus sind dort Staaten entstanden, deren politische Grenzen nicht mit den Siedlungsräumen der Ethnien übereinstimmen. Libyen ist so ein Beispiel dafür und Sie alle wissen, was mit Libyen in den letzten Jahren geschah. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass interne Konflikte entstehen, die durch geopolitische Akteure ausgenutzt werden und damit
Stellvertreterkriege entstehen. Über den Nahen Osten muss ich, glaube ich, nicht einmal sprechen. Südöstlich von Österreich zieht sich ein Raum hin, der in den letzten Jahren verschiedentlich nach verschiedenen Kriterien organisiert und umorganisiert wurde. Und ich traue der Stabilität in diesem Raum nicht. Und dann kommen wir zu den ganzen Republiken der ehemaligen Sowjetunion mit ihren strukturellen Problemen, die oft auch dadurch entstanden, dass die Grenzen willkürlich gezogen wurden, wie eben in der Ukraine nach 1945. Und alle diese Staaten haben Minderheitenprobleme. Es gibt ja nur zwei Staaten in der OSZE, die sich als Vielvölkerstaaten profilieren. Das sind Kasachstan und Russland. Kasachstan verweist regelmäßig mit Stolz darauf, dass 50 Ethnien in ihrem Staat leben und in Russland sind es deren 100. Das ist ein Problem, das können Sie europäischen Diplomaten in der Regel nicht erklären, weil ein deutscher Diplomat geht davon aus, dass in Deutschland Deutsch gesprochen wird und der Franzose sowieso, oder? Außer Französisch kann der nicht so richtig. Großbritannien würde eigentlich schottisches Gälisch als Zweitsprache anerkennen. Das wird von ein paar 10.000 Menschen noch gesprochen. Okay, wir haben noch das Keltische in Wales. Ich habe allerdings kaum je einen britischen Diplomaten getroffen, der walisischen Sprache mächtig gewesen wäre. Und diesen Leuten zu erklären, dass in der Schweiz 4 Sprachen als Amtssprachen anerkannt werden und dass man in der Ukraine vielleicht auch Russisch als zweite Amtssprache anerkennen sollte, das kann man einem westeuropäischen Diplomaten nicht erklären. Und 12 Seemeilen vor jeder Küste beginnt ein rechtlich nur sehr oberflächlich geregelter Raum, die Hohe See. Und wir haben zwar eine UNO-Seerechtskonvention, aber die ist dann doch etwas dürftig und es bedeutet konkret, dass die seefahrenden Mächte auf dem offenen Meer mehr oder weniger tun und lassen können, was sie möchten. Oder? Und wenn sie Probleme suchen, dann finden sie die auf diese Karte. Das ist die vollständige Karte der Sezessionsbewegungen in Europa. Oder vielleicht ist sie nicht vollständig. Naja, die bayerische Sezession ist derzeit vielleicht eine eher akademische Frage. Aber die Unterstützung von Sezessionsbewegungen ist natürlich auch eine Form geopolitischer Konzepte, nämlich des Konzepts des Divide et Impera, des Teile und Herrsche. Oder? Und ich habe zuweilen den Eindruck, dass es genau darum geht. Und innerhalb von 2 Jahren lässt sich jedes Problem aufkochen, wenn man nur die finanziellen Mittel einsetzt, um die Anzahl von PR-Agenturen zu finanzieren, die man eben engagieren muss. Und im Fall der Ukraine sollen es ja im Moment 120 PR-Agenturen sein, die engagiert wurden auf westlicher Seite. Wenn wir dann vielleicht eher zur Geostrategie übergehen, oder die Geografie des Kontinents und die Hydrographie der Europa umgebenden Gewässer diktieren den Weg, den die erwähnten konventionellen Kräftegruppierungen zu Land und zur See einschlagen können. Und auch die Verbindungen zwischen den Ballungsräumen in Europa, die Kraft ihrer politischen Bedeutung und ihrer wirtschaftlichen und personellen Ressourcen, entweder Ausgangsraum oder Ziel militärischer Operationen darstellen, sind von der Geografie einfach vorgezeichnet. Ich wiederhole mich, wir leben halt eben in Europa und nicht auf den Fidschi-Inseln. Das unterscheidet die Lage, die geostrategische Lage der Schweiz von jener Österreichs, während im unmittelbaren Umfeld der Schweiz nur gerade die Hochrheinachse, die hier eine gewisse Rolle spielt,
sticht die Bedeutung des Wiener Beckens sofort ins Auge, hier rot eingerahmt. In einem großmaßstäblichen Krieg in Europa, eventuell als Folge der Verbindung verschiedener Konflikte, wäre eine schwächere Seemacht geradezu gezwungen, ihre Operationen durch Mitteleuropa hindurch zu führen. Ähnliches gilt übrigens auch für den Luftraum. Das ist die Nutzung des europäischen Luftraums. Und das widerspiegelt auch die Ballungszentren am Boden. Das Viereck Manchester, Barcelona, Budapest und Berlin ist eben da einer der am dichtesten beflogenen Lufträume der Welt überhaupt. Und ich denke, auch hier sehen wir, dass Österreich eigentlich eine gewisse Verantwortung im europäischen Rahmen hätte, sollte es wirklich je wieder zu einem Krieg in Europa kommen. Und wenn ich die Lage der Gebirge in Europa mir anschaue, dann komme ich zur Erkenntnis, dass der unmittelbar östlich von Österreich gelegene Luftraum, namentlich der ungarische, zentrale Bedeutung hätte, käme es je wieder zu einem großen Luftkrieg über Europa. Und ich denke, das gibt doch schon ein paar Hinweise auf eine mögliche Zusammenarbeit, militärische, auch sonstige Zusammenarbeit zwischen den drei kleinen Staaten im Herzen Europas, im Interesse europäischer Stabilität. Wenn ich das Fazit ziehe, im Moment wächst der Druck auf Neutrale. Parallel dazu wächst aber auch aus meiner Sicht die Bedeutung der Neutralität. Den europäischen Kollegen würde ich sagen, den Führungsanspruch in der Weltpolitik müsste man dann noch mit Vergangenheitsbewältigung legitimieren. Zuerst einmal vor der eigenen Türe kehren, bevor man anderen zeigt, wie es geht. Ich halte die westeuropäische Diplomatie aus meinen Erfahrungen in der OSZE für unfähig, die Probleme der ehemaligen Sowjetunion zu lösen, und würde es begrüßen, wenn die EU das einfach unterlassen würde. Putin ante portas, die Frage allein sagt schon einiges, oder? Man sagt, das kennen wir aus dem Geschichtsunterricht, Hannibal ante portas, oder? Er ist ja dann nicht nach Rom hineingekommen, und Putin wird in den nächsten 14 Tagen auch nicht Bern, Berlin oder Brüssel besetzen. Dass der eine Esel den anderen ab und zu als Langohr schimpft, das habe ich schon zweimal ausgeführt. Die stabilisierende Rolle Österreichs, das habe ich gerade eben ausgeführt, und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen nur sagen, Politik verlangt militärische Absicherung. Pashinyan in Armenien hat das nicht beachtet 2020, als er forderte, dass die Vertreter der Republik Bergkarabach an den Friedensgesprächen zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder beteiligt werden. Er war militärisch zu schwach, um diese Position abzusichern, und hat damit eigentlich Aserbaidschan geradezu zu einem militärischen Einschreiten ermuntert. Wenn sie neutral werden, bleiben möchten, dann müssen sie das militärisch absichern, sonst fordern sie einen Konflikt, einen militärischen Konflikt geradezu heraus. Zum Schluss: Europäische Sicherheit wird zunehmend zur Kybernetik. Früher war alles einfach, oder? Rot gegen Blau, Weiß gegen Schwarz.
Schraubt man heute an einer Schraube an einem Ort auf diesem Kontinent, dann kann es Auswirkungen an einem völlig anderen Ort haben. Und die Frage europäischer Sicherheit ist eben definitiv zu kompliziert, als dass man sie jenen überlassen sollte, die in Dimensionen von Schwarz und Weiß, Rot und Blau denken. Neutralität ist in diesem Zusammenhang eben nicht unanständig, wie das kürzlich ein Schweizer Politiker kolportierte. Und sie ist nicht feige, sondern sie ist die Konsequenz all jener, welche die Ereignisse der vergangenen 30 Jahre unvoreingenommen betrachten. Und das wäre so mein Schlusswort, bevor Sie mich mit Ihren Fragen hoffentlich jetzt bombardieren.